Hallo ihr Lieben, Tag 6 unseres Matthäus-Adventskalenders und ich bin gespannt, was heute in der Schatzkiste zu finden ist. Hallo liebe Menschen, zum Nikolaus lese ich euch heute Psalm 72 für Salomo. Gott, gib dem König Weisheit, damit er in deinem Sinne Recht sprechen kann, ihm, den rechtmäßigen Erben des Thrones. Mach zum treuen Bewahrer deiner Rechtsordnung. Unparteiisch soll er dein Volk regieren und den Entrechteten zu ihrem Recht verhelfen. Unter seiner gerechten Herrschaft wird das Volk dann in Frieden leben und Wohlstand haben im ganzen Land mit seinen Bergen und Hügeln. Den Benachteiligten soll er Recht verschaffen und den Bedürftigen Hilfe bringen. Aber die Unterdrücker soll er zertreten. Er rettet die Bedürftigen, die zu ihm schreien, die Entrechteten, die keine Helfer haben. Er kümmert sich um die Schwachen und Armen und sorgt dafür, dass sie am Leben bleiben. Er befreit sie von Gewalt und Unterdrückung, denn vor ihm hat ihr Leben einen Wert. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, der Psalm 72 ist von König David geschrieben und beschreibt Qualitäten eines perfekten Königs, drückt seinen Wunsch aus für seinen Sohn Salomo und was für ein König er einmal sein soll. Es ist aber auch eine Prophetie auf Jesus hin, der perfekte König ist, über 950 Jahre bevor Jesus überhaupt geboren wurde. Und in dem Psalm, den wir gerade gehört haben, da wird dieser perfekte König beschrieben als jemand, der Mitleid hat, als jemand, für den Gerechtigkeit wichtig ist, der Unterdrückung und Gewalt besiegt, als jemand, für den das Volk kostbar ist. Und diese guten Eigenschaften eines Königs, von denen wir hier lesen, die beschreiben einen König, der selbstlos ist und der perfekt und gerecht ist. Und ich weiß nicht, wer in deinem Leben regiert. Ich weiß nicht, wer König über deinem Leben ist und wen du in dein Leben so hineinsprechen lässt. Aber ich möchte dich einladen, lass den perfekten König in dein Leben sprechen. Lass Jesus in dein Leben sprechen. Denn Weihnachten ist, der König kommt, seine Herrschaft regiert. Das ist das, worauf wir uns in dieser Adventszeit vorbereiten. Und ich möchte dich einladen, mit mir zusammen zu beten. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du den perfekten König auf die Welt geschickt hast, Jesus. Und alle Ehre sei dir, König Jesus. Du bist gekommen und unter den Mantel deiner perfekten, vollkommenen Liebe dürfen wir schlüpfen. Und wir dürfen kommen mit unserer Zerbrochenheit zu dir, diesem König, weil du ein gnädiger König bist, weil du Mitleid mit uns hast. Und weil wir mit dir gemeinsam unsere Zerbrochenheit, all das, was wir an Fehlern begangen haben, überwinden können. Denn du bist nicht nur in diese Welt gekommen, um zu regieren, sondern du hast die Schuld der Welt auf dich genommen. Du bist ans Kreuz gegangen, du bist für uns gestorben. Aber dort bist du nicht geblieben, sondern du bist wieder auferstanden. Und dank dir können wir den Tod überwinden, können wir Zerbrochenheit überwinden, können wir das, was uns runterzieht, überwinden. Wir brauchen nur zu dir kommen. Und das wollen wir tun. Das tun wir hier in diesem Gebet. Und wir freuen uns darauf und laden dich ein, in unserem Leben zu regieren. In Jesu Namen. Amen.